Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mafia 2 Joe's Adventures. Im letzten Part haben wir einen Buchhalter oder Buchmacher verfolgt, beziehungsweise haben versucht, ihn zu verfolgen, aber das hat nicht geklappt aus diversen Gründen. Und erst beim vierten Versuch haben wir es dann hingekriegt. Und jetzt bin ich froh, dass die Mission zu Ende ist und wir haben als Belohnung seinen Wagen bekommen, der hier steht. Den werde ich aber noch vorher reparieren, bevor wir die nächste Mission angehen werden und in der Garage parken. Deshalb machen wir das zuerst. So, und jetzt schlagen wir uns noch mit dem hier. Weil ich dazu Lust habe. Ich muss mich ein bisschen abreagieren. Du hast doch überhaupt keine Chance. Zack. So, immer in die Fresse rein. Das war, ist dafür, dass der DLC so verbuggt ist. Da ist der nächste. Den können wir leise ausschalten. So, Genickbruch. Knack! Komm her! Steig aus! Zack, zack! Weg mit der Waffe! Ja, lass sie fallen, gut. Wer schießt denn auf mich? Ah, der kommt sowieso nicht zu uns, der ist hinterm Zaun. So, fahren wir jetzt mal zum Missionspunkt. Oh, er hat es geschafft, über den Zaun zu kommen. Na, es sind vielleicht mehrere. So, hier durch den Zaun gebrettert. Tu. Ich glaube, ich lasse die Farbe sogar so, wie sie ist. Ich repariere den Wagen nur, mache ein paar schöne Felgen drauf. Der Motor wird natürlich getunt und dann kommt das in die Garage rein. Das habe ich mir verdient, nach den ganzen Fehlversuchen, die wir hatten. Aber erstmal esse ich mir ein paar Donuts. Ein paar Sandwiches. Und er hatte auch eine. Ich kann kein Risiko eingehen, er ist tot. Okay. Die Frau lasse ich leben. Aber ihn nicht. Lass mich von durch. Lass mich durch. Das hast du schon mal gesagt. Okay, ich tue ihr einen Gefallen. Immer diese Gewalt in Spielen, furchtbar. So. Gegessen haben wir. Gemordet haben wir auch. Perfekt. So, Auto reparieren, aber schnell. Da ist die Werkstatt. Oh, was für eine epische Hupe. Hey, willkommen. Hey, wie geht's dir? Ich habe Arbeit mitgebracht. So, Wagen reparieren für $163, kein Problem. Kennzeichen wechseln wir mal lieber auch wenn es nicht nötig ist. So, Kennzeichen gekauft, Felgenwechsel. Neue Nummernschilder? Nee, Quatsch. Kein Problem. Komm ich jetzt zurück? Ach, machen wir halt so, so. Farben sind okay. Motor-Tune auf jeden Fall. Motor voll getuned. Felgenwechsel. Brauchst du neue Räder? Du hast freie Auswahl, mein Was passt Freund. Besser? Die hier? Oder die hier? Ich glaube eher die. Die passen perfekt darauf. So, die anderen sind ein bisschen zu sportlich. Komm jederzeit wieder. Das werde ich mir merken. Ich komme auf jeden Fall wieder. So. Wagen ist komplett repariert. Jetzt kommt er erstmal nach Hause. Oder wo ist die nächste Mission? Da können wir ja gleich das mitnehmen. Ah, hier, hier. Ist die nächste Mission. R. Dann fahren wir den hier dann bei uns hin. Zu diesem zu Hause werden wir das denn hinfahren. Und da ganz in der Nähe ist ja auch eine Reparaturwerkstatt. Da können wir den Wagen dann reparieren, falls er wieder total im Arsch ist, wenn wir da ankommen. Das wird höchstwahrscheinlich so sein. Höchstwahrscheinlich, ja genau, das wird wahrscheinlich so sein. Meine Güte. Ja, seht ihr, habe ich doch recht gehabt. Das ist aber auch ein bisschen Aquaplaning-Gefahr hier am Start. Da ist noch ein Gunshop, da müssen wir noch schnell vorbeigucken. Weil ich muss mal gucken, wie unser Munitionsvorrat aussieht. Ja, da können wir auf jeden Fall noch was gebrauchen. Hey! Immer diese Gewalt in Videospielen. Nee. So. Kasse ausgeraubt, $796 verdient. Mal kurz ans Telefon gegangen und wieder aufgelegt. So, Waffen haben wir alle voll. Entschuldigung.
Schnell zum Wegpunkt. Boah, der hat aber auch nicht Stampf unter der Haube. Na, neue Klamotten holen wir beim nächsten Laden. Wir sollen erstmal fahren. Genau. Wir können alle nicht Auto fahren, nur ich kann Auto fahren. Schnell hier weg aus diesem schäbigen Viertel. Durch den Tunnel. Zack, Motorhaube weg. Oh, der hat Dampf, der hat Dampf. Oh Gott. Der hat echt Dampf. Scheiße. Scheiße. Was macht der denn da? Nee, nee, nee. Ich glaube, der kann nicht fahren. So, Auto ist am Dampfen. Da hinten sind die Polizeiwagen wieder. So, jetzt müssen wir ihn erstmal wieder reparieren, den Motor. So, das machen wir mal schnell. Komm. Ein bisschen hier Klebeband rum, hier die Schläuche wieder verbinden und da ist er wieder weiß am Qualm. Perfekt. Ich glaube, ich zerstöre mal die Polizeiwagen. Das kann ja nicht so angehen, dass sie die ganze Zeit da bleiben. Wo ist der nächste Gegner? Da. Okay. Wo sind die Tankdeckel? Da. Da. Und bei denen ist es auf der anderen Seite. Logischerweise. So, Auto zerstört. Hoffentlich kommen die nie wieder. Aua, heiß. Bisschen Zerstörung hier. So, weiter geht's. Burn, Motherfucker, burn. Oh mein Gott. Ich glaube, der braucht echt ESP. So wie der am Rumschleudern ist. So, das ist ein Klamottengeschäft. Da gehen wir mal schnell einkaufen. So, schön gebremst. M1 ausgepackt oder hier die. So, übliche Gewaltverbrechen begangen. Schnell einen neuen Anzug besorgt. Den hier. So. Und weiter geht's. $181 noch schnell verdient. So, da ist auch die Werkstatt, die ich meinte. Kennen wir ja schon mittlerweile recht gut. So, und jetzt hier rein. Wie läuft's so? Ach ja, ganz gut. Dein Kollege hat Mist gebaut. Die ganzen Anbauteile sind wieder abgefallen. Muss sie wieder dran schweißen. Wie kann ich helfen? So, perfekt. Wagen repariert und wieder raus. $224. Ein bisschen teuer. Aber okay. So, Wagen ist wieder repariert. Ab in die Werkstatt damit. Ey! Nein, bleib stehen. So. Das war dafür, dass du mir hinten raufgefahren bist. Oh, nein, 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 ich möchte nicht dagegen fahren. Ich möchte ihn einfach nur in die Garage stellen. Unbeschädigt. Möglichst unbeschädigt. Hier ist wieder ein Gunshop. Hoppla. Ist aber nichts passiert, ne? Ne. Na. Ach komm. Na gut, dann ist er halt ein bisschen beschädigt. Hauptsache er ist in der Werkstatt. Nicht in der Werkstatt, in der Garage. Meine Güte. So, hier ist der Martis kleines Apartment. Ab in die Garage damit. So, gespeichert. Speichern wir noch schnell in unserer Wohnung. Wenn wir das können. Ja, speichern. Speichern, so. So, jetzt trinken wir noch schnell was. Wir haben nur Cola zu Hause. Okay. Machen wir hier mal das Licht an. Wir haben ja nicht unendlich Geld. Nicht an, nicht aus. Komm.
Kann ich nicht machen. Aber zumindest das kann ich ausmachen. So. Raus. Ab in den Regen. Nächste Mission beginnen. Mordauftrag. Ja, nichts lieber als das. Nehmen wir uns mal hier die Kiste. Auch wenn der Wagen nicht, überhaupt nicht mein Fall ist, aber okay, besser als nix. Jetzt habe ich mich verkeilt, super. Da sind wir ja weit gekommen. Dann nehme ich mir den Wagen mal kurz. Meiner ist in der Werkstatt. Ne, meiner ist da hinten angekeilt. Yep. Wenn ich aufpasst, ja. So, Tür zu. Rechts abbiegen, hier mal durch die Botanik fahren. Ja, ist klar, voll gegengefahren. Ist ja auch so ein riesen Hubbel. Entschuldigung. So, wie weit ist es noch? Oh, das ist noch ein ganzes Stück. Schöner als im Autoscooter. Könnte man sagen, Joe. Gibt es hier echt nur diese beiden Fahrzeugtypen? Einmal das hier und einmal das und das war's? Ist ja voll langweilig. Gut, dann nehme ich mir lieber das Taxi. Keine Sorge, du kommst in Folgetank zurück. Danke. So, jetzt auf die Autobahn mal auffahren. Hier lang und dann da wieder runter, okay. Komm. Und tschüss. Und ich komm mit. Ich bin ein bisschen verletzt, aber sonst geht's mir gut. Ist doch hier unten. Warum soll ich denn hier lang fahren? Das ist Schwachsinn. Ich fahr hier lang. Oder ist das da oben auf der Autobahn? Nee, ich glaub nicht. Da ist doch unser Ziel schon. Das Navi will mich verarschen, so. So, gucken wir uns die Mission mal an. Mordauftrag. Benutze das Scharfschützengewehr und überbringe Wakecos Botschaft, okay. Kriegen wir jetzt ein Scharfschützengewehr? Begib dich ins Industriegebiet und hol dir das Gewehr. Oh, das Auto habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Dieses Art von Auto. Aus den 40ern stammt das noch. Also aus dem Anfang von Mafia 2. Da hinten ist das Gewehr. Komm ich jetzt da rein? Komm ich jetzt da rein? Ach hier. So, jetzt bin ich drin. Na, sag mir nicht, dass es da oben ist. Dann komme ich ja gar nicht dran. Also ich gehe hier lang. Aber das habe ich wahrscheinlich auch nicht Zeit damit verplempert. Aber okay, machen wir es mal. Da oben ist es. Und hier ist auch ein Magazin. Das ist hier aber gut aufgehoben hier draußen bei den Regen. Oh, sieht nicht schlecht aus, nicht schlecht. Komm, beweg dich. Das ist kein Scharfschützengewehr, das ist ein normales Infanteriegewehr. Warte, bis das Ziel auftaucht. Ist das das Ziel? Und jetzt? Erschieß den Verräter, da ist er.
Einmal. Zweimal. Drei. Dreimal. Okay, den Rest lassen wir leben. Scheiße! Auch wenn sie auf uns schießen. Begib dich in eine sichere Zone und die da ist da unten. So. Mission abschließen. Missionspunkte 2497. Gesamtpunkte 121.796. So. 30.592 unsere Position von 54.184. Gut. Weiter. Beginne deine nächste Mission. Gucken wir uns mal an, wo ist unsere nächste Mission? Ganz oben wieder auf der anderen Seite der Karte. Im Schatten. Aber diese Mission im Schatten werden wir erst im nächsten Part von Let's Play Mafia 2 Joe's Adventures machen. Bis hierhin sage ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und haut rein.